Ja, Stopp heißt es hier. Mein heutiger Stopp am Sonntag, den 30. Juli 2023. Willkommen an der Zeu. Ja, hier heißt sie doch Zeu Zukunft 53, weil das noch Parteierseite ist. Später heißt sie dann Zeu Mapialia oder bekannt unter Zeunerplappwahn. Ich habe schon in den letzten Jahren einige Videos hier gemacht von dieser Stelle, weil hier so einiges gewachsen ist in der Corona-Zeit hier. An diesem Standort war damals Degree 90 oder 90 Degree. Da hat Bierpub mit Live-Musik, war sehr nett, sehr schön. Hat kein Jahr gehalten, dann hatte ich das Video gemacht, als das dann wieder verschwand. Dann hier auf dem Platz, ist ja ein riesengroßer Platz hier eigentlich, war dann der Versuch, einen kleinen Markt zu etablieren, hier das überdachte Teil hier. Hier einige kleine andere Läden, kleiner Shop. Da hinten die ganzen Foodstalls, die dann Richtung Zukunft dort sind. Und dort drüben, wo der Bauzaun ist, habe ich das letzte Video ja gemacht. Von diesem Platz, auch schon wieder ein paar Monate, glaube ich, her. Da war ja mal so ein wunderbares Mukata-Restaurant, das ich mal vorgestellt hatte auch. Dann war es plötzlich weg, Abriss da, und nun steht dieser Bauzaun da. Und der Bauzaun ist relativ groß, oder das umrundete Gelände relativ groß, sodass man sich gefragt hat, was wird da denn passieren? Heute weiß ich es, weil ich jetzt gesehen habe, was da so entsteht. Und das will ich euch eigentlich dann zeigen. Da hinten ist nun, das hatte ich ja damals doch an dem Tag, als ich das Video von dem Mukata-Restaurant machte, noch erfahren, dass sie ja bloß umgezogen sind, dort hinten in die Ecke mit dem anderen Restaurant daneben, mit dem Chicken-Restaurant. Ja, es ist, wie gesagt, eine Umgestaltung dieses Platzes hier ein bisschen. Und das, was hier eingezäunt ist, ist jetzt erkennbar. Große Kräne, große Stahlkonstruktion, dieses Dreiecksteilchen, was da so zu erkennen ist mit dem Dach, lässt schon erahnen, was es ist. Das wird der Eingangsbereich werden. Und zwar der Eingangsbereich, schau mal, irgendwo habe ich es doch gelesen, gebaut von KP Conco Limited aus Ramkam Heng Road, blablabla, Bangkok. So, und gebaut wird hier ein Lotusmarkt. Und von der Größe, was hier eingezäunt ist, wie das so aussieht, wird es dann einer der Top 3 Märkte hier in Pattaya sein. Bekannt ist ja der Markt an der Sukhumvit in der Ecke zur Tepasit Road, Vit Pattaya, neben der Outlet Mall. Der zweitgrößte oder wahrscheinlich der größte ist in der Nord Pattaya Road gegenüber der City Hall. Und das wird hier dann möglicherweise das Flaggschiff für die Dark Side werden. Man sieht also, das Gebäude geht direkt von der Neplapwan dort vorne, wo es anfängt, bis hier hinten durchzieht sich das. Wird sicherlich hier ein großer Parkplatz noch entstehen. Und es geht auch relativ flott vorwärts hier. Das ist im Moment alles Stahlbau. Dann kommt nachher die ganze Inneneinrichtung. Aber ich denke mal, Richtung Jahresende könnte das fertig sein. Und damit kriegt dieser Platz eine ganz neue Bedeutung und Aufwertung. Also wieder mal ganz aktuell und interessant mit Sicherheit. Fast nur für die Expats, die hier leben, insbesondere die auf der Dark Side auch leben, was hier Neues geschieht. Die Leute in Germany, die Europa oder sonst wo in der Welt interessiert das kaum, was hier an der Neplapwan passiert. Und trotzdem versuche ich mal ein bisschen Aktualität hier, deswegen heißt das ja auch Pattaya Insight, hier zu bringen. Und hier haben wir noch einen kleinen Wachhund, den nehmen wir am Ende damit. Und wir wünschen euch dann einen schönen Sonntag. Bye, bye allerseits.